So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind im Moment bei... Achso, doch, das müsste es richtig sein. Bei 34 Stunden und 46 Minuten. Ich bin also sehr gespannt, wie lange wir in Summe für das Spiel brauchen werden. Ne? Ich werde mal sehen, wie es aussieht, wenn wir drinnen im Dunkeln sind. Ich bin alleine unterwegs, weil habe ich bewusst dagegen entschieden, jemanden mitzunehmen. Wir werden es gleich mal sehen, ob ich überhaupt eine Chance habe. So, hier muss ich hoch. Den muss ich abschalten. Jetzt muss ich nur den Eingang finden. Aber ich glaube, ich habe mich auch schon wieder dran gewöhnt. Jetzt ist es schon nicht mehr zu hell. Zumindest kommt es mir nicht mehr so vor. Oh, reden die mit mir? Ne, die reden nicht mit mir. Na gut, ich nehme. Es ist ja nur der eine. Dann mache ich den mal schnell mit dem Schwert weg. Das ist zu schaffen, siehst du das? Da, ich muss nur schnell sein. Da brauche ich gar nicht groß meine Waffen hier ziehen. Aber dennoch machen wir das einfach mal. Da hauen wir die gleich mal direkt weg. Ja, das geht. So, trinken wir mal einen Schluck. Ja, ich sehe jetzt auch, ich verschwende nicht mehr, weil ich habe ein bisschen mehr Möglichkeiten zu trinken, als ich tatsächlich jetzt trinke. Das heißt also quasi, es ist nicht so, dass ich mit jedem Mal einen Mana-Trank irgendwie was zu viel zu mir nehme. Was ich am Ende nicht verwerten kann. So, jetzt muss ich natürlich nur gucken, wie ich hier sagte, in den Laden reinkomme. Da ist einer. Das sind zwei. Die auch stark sind. Jetzt habe ich mich selber erwischt. Die sind stark. Einen haben wir. Mann! Ach, ich kotze ein bisschen ab gerade. Das war dumm. Das war unnötig. Das war schwach. Okay, ich darf also gar nicht erst großartig da rein. Ich mach's gleich so. Okay, da unten ist einer. Oh Mann, wieso schieße ich denn gegen die Wand? Markim! Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute, Markim? Hast du dich ein bisschen erholt? Oder ist immer noch ein bisschen fiebrig und schnupfrig? Ja, ich hab. Natürlich ist es so. Meine, ich hab dir mal vorgesagt, du komm, ich gehe runter ein bisschen zocken. Wir haben ja schon frei jetzt. Und das ist. Ich muss jetzt immer dazu sagen. Ich habe also heute einen Teppich geliefert bekommen für mein Zimmer hinten. Und ich wusste selber nicht so richtig, bin ich überhaupt in Stimmung so richtig, ne? Aber sagen wir mal so. Die Stimmung kommt. Die Stimmung kommt von ganz alleine. Ich hau mal schnell den Heiltrank rein. Also ich habe gesehen, mit dem Schwert, das lässt sich machen. Ich, wenn ich jetzt da hochfahre gleich, wird es bestimmt komplizierter. Aber wir sammeln den Loot hier ein. Gibt es hier sonst noch was? Nö. Ja, wieder fit. Keine Ahnung, was das gestern war. Aber ich habe das manchmal auch so, also was heißt manchmal? So, das klingt jetzt auch falsch. Aber ich kenne das. Dass man so einen Tag sich so eine komische Phase hat, ne? So ein völlig platt ist. Da hilft es dann aber, zum Beispiel, wenn man sich einredet, dass man sich einen Get on My Level PC kaufen könnte. So, ich versuch's mal mit dem Schwert, der ist da oben. Ist hier ein Gegner? Nee. Wieder ein reines Elex erhalten. Ach so, ich muss jetzt eh hier hochfahren. Ist hier noch was? Nö. Guck mal, Marc, was sagst du? Ich habe meine Regentenrüstung. Zumindest habe ich Helm und Hose an. Ich muss nur noch das Mittelteil kaufen. Da brauche ich richtig Asche dafür. Das können wir uns aber leisten irgendwann. Ich mache demnächst mal einen auf Quitschi Bombe, einen Spettenzieher ein für einen neuen Omen. Ja, aber du, nee, das will ich nicht. Also,
Das würde ich auch tatsächlich nicht wollen. Also, wenn ich mir vorstelle, das will ich nicht. Wenn ich, also, wie soll ich das erklären? Das ist zu viel Geld. Also, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ein Spendenziel mit 2500 Euro, das für meine Streamergröße und alles, das ist nicht. Das ist einfach nicht. Nee, das will ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, ein Spendenziel von 50 Euro, damit ich mir ein Prospekt ausdrucken kann von dem neuen Omen. Oh, jetzt kommen wir mal. Ja, genau, du blöde Drohne. Du hast recht, also du hast sicherlich recht, dein Kanal ist nicht größer, also nicht so, aber du hast ein anderes Klientel und damit natürlich viel mehr Zuschauer. Aber die Zuschauer, oh, die Anzahl der Zuschauer ist ja auch nicht das. Das war jetzt auch falsch von mir. Die Anzahl der Zuschauer ist ja auch nicht das, was es am Ende ausmacht. Ja, ich, das ist, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe da, vielleicht weiß ich, woran das liegt. Ich habe auch schon oft überlegt, man müsste mal einen Werbedeal eingehen, ja. Aber ich traue mich noch nicht mal zu fragen, ob jemand Lust hätte, mit mir so einen Werbedeal zu machen, ja. Wenn ich überlege, früher, ja, da gab es Leute, die haben einfach mit Nitrato einen Werbedeal angefangen. Und ich weiß gar nicht, wie die überhaupt da rangekommen sind. Wieso hat mich jetzt dieser Schuss erwischt, ey? Das geht mir auf den Sack. Die Energie, das war auch sinnlos jetzt vom Plempert. Genau, du hast ein anderes Zuschauer, du hast ein anderes Publikum. Auf jeden Fall. Und das ist ja völlig in Ordnung, ne? Ich habe immer gedacht, mit sowas, was ich hier mache, komme ich auch an ein anderes Publikum ran. Aber nee, das hier interessiert, da interessiert sich keiner für. Das ist einfach so. Aber es ist okay. Ich mach's gerne, mir gefällt das. Und wenn sich halt keiner angucken will, du der Einzige bist, der das sich anschaut, weil du das Spiel selber schon kennst. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die würden das Spiel hier 3, 4, 5 Runs machen. Und dann gucken die es halt nochmal an. Aber es ist eine andere Zielgruppe. Das ist einfach so. Hier noch was? Nö. Da ist ein Fahrstuhl noch. Guck mal, ich kämpfe mich gerade relativ gut alleine durch. Die beiden Drohnen, das war auch jetzt überhaupt kein großes Problem. Oh, guck mal, hier soll ich mal hier die Tür hacken? Mal gucken, ob ich es hinkriege. Aber ich glaube, da brauche ich Hacking-Skills, ne? Danke für diesen Grafikbug. Mann. Hallo? der mag ihn. Hat sein ganzes Weihnachtsgeld verballert. Da kommt kein Ton an. Ah ja. Gut, das stelle ich nachher um. Jetzt hacken wir erstmal. Ja, guck mal, das geht sogar. Auf die Idee hätte ich mal eher kommen müssen, ne? Was ist kleiner als größer als, ist kleiner als irgendwas? Du müsstest den Ton theoretisch auf eigene Spur legen und nicht mit auf den Desktop. Das stimmt. Aber dazu müsste ich wissen, woher ich den Ton für diese Alarme kriege, ne? Das ist ja quasi eine Browser-Szene, die abgespielt wird. Aber wo kriege ich den Ton her? Muss ich dazu den Browser selbst reinbringen? Das ist schwierig. Und deswegen lasse ich es sein. Jetzt müsste alles wieder ursprünglich sein. Jetzt müsste alles wieder sein wie früher. So, wollen wir ein bisschen Mathematik machen. 5 ist kleiner als 7. Ist größer als 2. Ist kleiner als 9. Machen wir mal. 5 ist kleiner als 7. Ist größer als 2. Ist kleiner als 9. Entern wir das mal. Oh. Hallo und herzlich willkommen. Dann machen wir doch 4. Ist kleiner als 7. 3 ist kleiner als 7, ist größer als 2. Hey, guck mal, ich bin zum ersten Mal in so eine Tür reingekommen. Okay, hier ist Gift am Start. Abgeschlossen, Energieverstärker. Was ist das? Genau, ich lasse es über Stream Elements laufen. Genauso ist das. Und das macht die Sache ein bisschen komplizierter jetzt für mich.
Machen, ist da noch mehr drinne? Lohnt sich das? Und was war das jetzt gerade mit dem... Was habe ich da gerade geholt? Was habe ich da gerade geholt, meine Damen und Herren? Ich habe 7 Attributspunkte, die lasse ich mal, ignoriere ich mal. Aber was habe ich da gerade gegönnt? Das ist es nicht. Hä? Den Regentenhelm habe ich gekauft. Den Ring des Berserkers brauche ich nicht. Lohnt sich das, den Ring der... Ach, guck mal, maximale Energie plus. Dafür aber Gesundheit und Ausdauer runter, das nehme ich nicht. Wirklich, in manchen ist viel Zeug drin. Da gucke ich noch mal rein gleich. Eine Brotsuppe. Den Energieverstärker. Ein Techniker kann das sicher gut gebrauchen. Na gut, dann ist das also eine Quest. Und hier ist das KI-Modul. Für die Drohne. Okay, na gut. Hier ist noch was Rüstungsmäßiges. Ring der Härte. Achso, Ring des Diebes. Guck mal, das ist cool. Da kann ich Geschicklichkeit plus 5 und... Das war's auch schon. Hier sind so eine... Was ist denn das hier? Eine Anleitungen für einen Haufen Tränke. Kann man das lernen irgendwie? Kann man das lesen? Nö, ne? Na gut. So, da gehe ich nochmal zurück. So, speichern wir mal. Und dann gehen wir nochmal da rein. Also warte mal, ich könnte ja auch einfach mal meine Maske aufsetzen. Wie wäre das wohl? Ich muss doch eine Schutzmaske haben. Gift und Strahlung. Zack, wird der Regentenhelm eben kurz mal abgesetzt. Ist hier irgendwie eine Kiste? Mann, geh doch nicht auf den Sack, du Idiot. Nö, da ist nichts. Das war's. Dann nochmal laden. Das war's sinnlos jetzt. Okay. Dann können wir auch die Maske wieder umsetzen. Ich drücke immer den falschen Knopf, meine Freunde. So, sieht eh viel cooler aus. Ich brauche nur genug Geld, damit ich mir die andere Rüstung kaufen kann und dann bin ich hier nicht mehr zu besiegen. Das kann man ja mal so sagen. So, jetzt gehen wir nach oben. Und jetzt werden wir bestimmt gleich Schwert und Schild brauchen. Kommt der mit dem Flammenwerfer oder was? Oh, das ist ein Alp-Commander. Danke für den Hinweis. Das hätte ich auch eher wissen können. Der kann natürlich nicht dolle wehren, aber meine Energie, die ist nicht so geil. Mit dem Schild, habt ihr gesehen? Oh, hat erwischt, hat er mich. Okay, gut. Also doch, den nehmen wir mit Psi-Energie weg. Da gibt's einmal Psi. Ach so, den hast du schon, stimmt's? Zack. Einmal weg, den Typen. Nee, du musst, glaube ich, schreib einfach nur tot. Ausrufezeichen tot, das reicht, glaube ich. Weil das Death Plus schreibt man, glaube ich, zusammen. Aber mit tot geht's. Einmal ausgewichen und dann... Meine Herren, ey! Du... So wird's auch nicht. Kampfmaschine auch noch am Start. Ja, genau. Meine Güte, was ist da los? Hier hilft mir aber auch kein Falk. Das bringt alles nicht. Ich muss die Waffe nur mal ziehen. Ich Trottel hab die Waffe nicht gezogen. Oh, wenn das jetzt funktioniert... Genau. Gut, habe ich es gebaut. Oder sag doch mal. Zur Waffe ziehen. Oh, der schießt auch. Ich dachte, ich krieg den am Boden gehalten. Aber der schießt natürlich genauso. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Funk! Wie mache ich das? Doch mit dem Schwert. Dann nützt es alles nicht. Da heilen wir uns ganz voll. Da muss ich mit dem Schwert da oben rangehen. Nein, hast du nicht, weil der Stempel nicht auf dem Foto ist. Ja, ich muss das Foto noch um 1000 Millisekunden verzögern oder sowas.
Da hast du sowas von recht. Alter, ihr im Sack geht ihr! Das gibt's doch gar nicht! Was mache ich jetzt? Das habe ich gespeichert, glaube ich, gerade, ne? Nee. Was mache ich? Was mache ich? Mann, ey. Wie kriege ich das da oben hin? Psi? Waffe ziehen? Mach mal 3-1. Also 3-1. Also Waffe ziehen. Nochmal. Da, Mann, ey. Hab ich erwischt. Mit seinem blöden Feuerwerfer, das Scheißding hier. Gibt's das? Mit seinem blöden Mistding, also, ey. Ich fix das. Ich könnte es auch sofort fixen sogar. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Markim, wie mache ich das? Da hilft mir doch auch Falk nicht. Fuck. Dann machen wir es anders. Ich renne erstmal vor dem weg und flüchte nach oben. So machen wir das jetzt. Ich hau vor dem ab. Diese blöde Flammenwerfer ist das große Problem, ne? So, ihr bleibt mal schön da unten liegen, ihr beiden. Ich darf nicht zu früh schießen, okay? Commander! Commander Schnürschuh! Ja, bitte! Ich feige Ratte! Ich mach's einfach so! Ich hab bestimmt hunderte Schockwellen. Ich habe bestimmt ganz viele Schockwellen, weil ich nämlich die noch nie benutzt habe. Jetzt gucken wir uns erstmal ganz in Ruhe die Etage an. Weil diese ganzen... Hier, sowas hier, da habe ich ganz viele Machtwelle und sowas. Die liegen ja hier überall rum. Machtstoß hier. So ein Zeug habe ich in Mengen. Das sind Runen, glaube ich. Oder was ist das? Einmal reines Elex bitte für mich. Einmal Kiste. Ach, hier komm. Unerheblich. Aber da ist auch bestimmt nichts drin, oder? Naja, hier, guck mal. Nehmen wir mit. Gönnen wir. Okay. Ach, guck mal, hier ist der Hauptschalter. Na dann, nehmen wir noch die beiden Machtstöße mit hier. Machtstöße und hier ein Körperschild. Ich hätte auch einfach mal ein Körperschild nehmen können, ne? Also einfach mal ein Körperschild zaubern. So, dann haben wir den ersten von den dreien abgeschalten. Das geht schnell. Markim hat einen Danke für den Host. Hat das funktioniert jetzt? Auf jeden Fall kam da was da oben. Da kam auf jeden Fall eine Mitteilung im Bild. Die habe ich aber zu spät gesehen, ne? Aber vielen Dank für den Host.